Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Let's Play Fire Emblem Dark Clock and the Sword of Light. Ja, eigentlich habe ich mir gerade eine coole Anmoderation überlegt mit dem Held. Und wollte drauf gehen und die Folge jetzt anfangen. Aber was sehen wir denn da? Der Held ist eigentlich eine Einheit, die wir vielleicht für uns gewinnen können. Das würde ich mal sagen, prüfen wir doch gleich mal nach, indem wir versuchen mit dem Kerl zu reden. Na, was sagst du zu uns? Okay, Spaß, der sagt nichts. Ja, wahrscheinlich gibt es da ein ganz bestimmtes System. Man kann den auf jeden Fall anreden. Konnte man auch den Shooter beim letzten Mal. Aber dafür, ja, braucht man halt ganz bestimmte Personen. Und die Person habe ich höchstwahrscheinlich nicht dabei. Ja, ich kann mit dem nicht reden. Also, beziehungsweise, vielleicht muss ich auch mit Shida reden, mit dem. Das weiß ich halt nicht, ja. Ich habe dieses Spiel halt noch nie gespielt. Und mir ist es auch nicht so wichtig, dass ich danach im Internet schauen würde. Also bei späteren Fire Emblems, wir werden ja natürlich auch noch die neueren Fire Emblems spielen, weiß ich das dann alles, ja, dann weiß ich, mit wem ich da wen anreden muss, um die Einheiten für uns zu bekommen. Wie gesagt, bei dem hier weiß ich es eben nicht. Okay, aber danach, ja, meine Anmoderation wäre irgendwas mit dem Held gewesen. Ja, ist jetzt nicht draus geworden, aber ich kann ja trotzdem mit dem Held jetzt coole Sachen machen. Ja, okay, die hier sind extrem langsam, die Einheiten. Das ist echt ein Nachteil von denen. Also, ich lasse die einfach mal da an, tuckern kommen, weil bis die da sind, ja, ist der Typ hoffentlich schon down. Mal schauen, was ist das denn für ein Kerl? Ich würde sagen, wir hauen ihm erstmal ein bisschen Freeze rein. Ja, und danach, ja, also erstmal ein bisschen runterkommen, der Kerl, ne? Los. So sehen die Helden also hier aus. Ziemlich geil, muss man schon mal sagen. Okay. Zwei Treffer gelandet, das ist schon mal eine extrem gute Sache, denn Helden haben, wie ihr schon sehen könnt, extrem viel Speed. Ja, zu so einem Kollegen wird nämlich unser Ogma danach werden. Allerdings gegen Ogma sieht auch, glaube ich, der ganz schön öde aus, weil der Ogma ist, glaube ich, noch ein bisschen... Ja, no, ähnliche Werte, ähnliche Werte. Und Ogma ist gerade mal Level 11, unentwickelt, ja, als wenn der Level 20 hat, hat er vielleicht Speed 20 oder so. Wäre richtig geil. Also ich glaube, Ogma wird eine sehr starke Einheit werden. Eine sehr, sehr starke Einheit. Gut, trotzdem save ich jetzt mal kurz, dass ich den Held ein bisschen Schaden gemacht habe. Ja, ich muss den jetzt leider umbringen. Sonst greift er mich höchstwahrscheinlich an. Vielleicht greift er auch mich an, aber... vielleicht greift er auch nicht an, aber das weiß ich halt alles nicht, ja? So, kann irgendjemand ein Level-Up von euch gebrauchen? Du hast Level 9, Abel. Und er hier hat... Er hat eine Devil's Axt. Warum hat er eine Teufel's Axt? Achso, das ist Hadin. Ja gut. Du killst niemanden. Ja. Ja, komm, ich lasse es mal. Oh, die hat auch schon Level 7. Ich versuche, dass Abel macht, aber ich glaube, der ist noch zu schwach. Ich versuche mal mit der Silberlanze. Wir können es ja mal probieren. Aber ich glaube, der Typ wird ausweichen und darf auch zweimal angreifen. Also... Oder nein! Sehr schön. Abel, du bist einfach nur... Awesome. Ja, 46 EP gibt es natürlich. Vollkommen verdient. Ein Level Up. Oh, ich krieg noch eine Drachenklinge. Ganz kurz zur Erklärung. Es gibt später auch noch Wyvern. Vielleicht gab es auch schon welche. Ich glaube schon. In Kapitel 10, wenn ich mich nicht irre. Und Wyvern sind quasi so Drachen. Oder auch die Manaketen. Und dieses Dragon Sword, das ist eben sehr effektiv gegen die. Ja, damit können wir die vernichten. Und hier haben sie jetzt bekommen. Und wir haben auch Level 10 erreicht. Kriegen einen Skillpunkt, ein Waffenlevel, ein Speed und ein KP. So, ich würde sagen, das tun wir erstmal ins Lager. Jo, sehr gut. Ich würde sagen, dann haben wir doch eigentlich die schwierigsten Stellen hinter uns. Ja, die hier, die sind noch ein bisschen krank da hinten mit ihren 10.000 Dingern. Ja, das wird nochmal lustig. Aber das ist auch schon das Einzige, was mir so wirklich Sorgen bereitet. Ich gehe jetzt mal mit Marv zurück, und zwar zum Dorf, weil vielleicht kriegen... Oh, sag jetzt nicht, ich hätte eine Einheit aus dem Dorf kriegen können und hätte damit der Einheit aus dem Dorf den Held anreden müssen. Ich wette, so wäre es gewesen. Ja gut, dafür ist es jetzt zu spät. Aber weil ich den Held sowieso nicht genutzt hätte, ist das, glaube ich, auch ziemlich egal. So, wir können jetzt... Na, wir müssen nicht in das olle Haus reingehen, das bringt sowieso nichts. So. Wir gehen jetzt mal ein bisschen nach vorne hier. Ja, mal schauen, welche die allererste Einheit wird, die ich weiterentwickeln will. Man kann alle Einheiten
die Level 10 oder höher haben, weiterentwickeln. Mit dem richtigen Item. Und zwar mit diesem Knight-Item, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es in dem Spiel ist, aber ich glaube, das geht mit diesem Knight-Item hier. Aber, weil ich immer meine Einheiten aufs Maximale haben will, also auch maximal stark haben will, trainiere ich meine Einheiten immer bis Level 20 und erst dann entwickle ich sie weiter. Ja, also das ist bei mir immer so. Ich weiß, es gibt auch schon in diesem Spiel diese Kampfarenen, aber die waren ein bisschen buggy irgendwie in dem Spiel, deswegen, ja, habe ich mich jetzt erstmal ferngehalten von denen und werde mich auch in Zukunft nicht näher mit denen beschäftigen. Okay, dann lasse ich meine Gegner angreifen und trinke hier ein bisschen was dabei. Was machen die geilen Spasten? Ah, komm näher. Okay. Dann würde ich mal Marsh bitten, ins Dorf zu gehen und mal das zu visiten. Oh nein, sie kriegt so einen Shooter. Ja, du bist doch der Prinz Marv, oder? Ja, ich bin Beck. Ah, so ein Soldat hier von Dale. Also wir sind gerade Dale anscheinend, okay. Ja, ich bin hier vom... ich habe hier nach so einer Zuflucht gesucht in diesem geilen Dorf. Ja, aber das Kampffeld, das war mir ein bisschen zu krass, deswegen bin ich jetzt hier hingegangen. Aber ich habe wieder hier ein bisschen Motivation bekommen zu kämpfen und ja, ich habe hier richtig Bock drauf, hier alle anderen wegzubashen. Ja, deswegen würde ich gerne mit dir mitgehen. Ja, ich habe hier so einen geilen Donnerbolzen, also so einen Stecker. Und ja, ich kann eigentlich kämpfen. Ja, epic. Shooter, back. Boah, Alter, wie lahm der ist, das gibt's nicht. Ja, also ich muss mir echt überlegen, ob ich den nehme, weil die sind sau langsam. Aber Defense 14 ist halt schon echt gut, ne? Ja gut, haben wir also doch noch so einen Shooter. Aber wie gesagt, ob ich den nehme... Mal sehen. So, der Dieb hier ist auch näher gekommen. Der kann meinetwegen ankommen. Ja, Eisensword. Ja, was ist das für ein Lappen hier? Wir brauchen noch ein Level Up. 14... 10, okay. Der war hast 11, glaube ich. Genau. Und du hast 9. Okay, dann würde ich sagen, ist das Kanes Angelegenheit. Nice. Na gut, ich glaube, wir schaffen es nicht ganz in dem Part des Kapitels, aber auf jeden Fall. Fast. So, was passiert? Der Dieb kommt näher und diese Idioten kommen näher. Okay. Der Dieb kommt nicht näher. Okay. Interessant. Boah, Alter, das ist halt lahm. Das kommt nicht über die Brücke drüber. Oh, oh, oh. Ja, ich glaube, mit diesen Horst-Dingern sind echt die Brücken hier gemeint. Ja, okay, dann stelle ich den mal eins weg. Und ja, eigentlich kann ich dann direkt wieder auf Ende drücken. Weil jetzt kommen diese Teile da näher und jetzt kann ich mich mit denen anlegen. Ja, seht ihr, die greifen jetzt wahrscheinlich Marv an. Das können sie aber machen, weil Marv hat am meisten HP. Ja, komm, wir haben ein Steinchen. Ja, easy ausgewichen hier. Was soll denn die Scheiße? Kannst du ja gar nichts, ey. Ja, viel zu einfach schon wieder. Ja, okay, ich soll meine Fresse nicht so weit aufmachen. Denn ihr wisst alle, was sonst wieder passiert. Boah, tötest du den? Na, komm schon, ich gebe ihm eine Chance, aber ich glaube, der wird auf jeden Fall verkacken, deswegen setze ich auf jeden Fall auch ein Safe State. Ja, sorry Daros, aber ich glaube, das wird nichts, Junge. Ja, probier's mal. Na. Oh Gott, falscher Damage ist viel zu wenig. Ja, wie gesagt, ich habe meinen Glauben in Daros sowieso schon verloren, deswegen lade ich mal mein States 12 wieder. Sorry Daros, aber dich brauche ich nicht mehr. Ja, dagegen brauche ich Marv, und zwar um einen so einen Trottel hier zu töten mit seinem Raff 4. Das ist wichtig. Ihr wisst, was meine Taktik ist. Auf den Crit warten.
Okay. Das war nichts. Wir brauchen einen Critical Damage Hit von dir. Ganz wichtig, Marv. Ja, nicht verkacken. Ganz wichtig. Nur einen einzigen. Komm. Och, bitte, Marv. Jetzt enttäusch mich da nicht. Letztes Mal hatte er immer ein Critical gemacht und jetzt nicht mehr. Ja, versuchen wir es mal mit dem hier. Der andere Gegner. Der macht es doch, oder? Ja, komm. Jetzt easy, komm. Ja, Mann, endlich. Oh, boom. Richtig weggehauen, den Typen. Ja, Mann, Marv, du hast es vollkommen drauf. Und ich bin Level 20. Das Maximallevel. Gut, Marv kann ich allerdings nicht weiterentwickeln, habe ich noch vergessen zu erklären. Marv kann nur weiterentwickelt werden, wenn ich ja ein ganz bestimmtes Item habe. Glaube ich zumindest. Also sowas später. Ob das früher auch so war, keine Ahnung. Ich kann es ja mal ausprobieren, ihn weiterzuentwickeln. Aber nee, es hat nicht funktioniert. Weil ich habe ja letztes Mal versucht, dieses Night-Ding auf ihn anzuwenden und das hat ja nicht geklappt. Erinnert ihr euch? Ich hoffe. Denn da war das so, ne? Gut, jetzt bist du hier dran. Freeze. Ja, hier, Eis ist doch gegen... Oh, nice. Nice, Junge. Critical Damage. Ey, heute sind meine Einheiten echt gut drauf. Weil ich meine, Marv hat ja von sich auch zweimal gekrittet. Also, wow. Wow, die sind echt gut drauf heute, meine Einheiten. So will ich das haben, Freunde. So, musste jetzt eigentlich. So, und jetzt hier auch nochmal kritten und danach bin ich auch fröhlich. Achso, ich dachte, der ist schon angeschlagen. Hätte mich aber auch gewundert. Okay, der hat so ein Quick-Ding und die waren, glaube ich, ein bisschen stark. Ja, Vanuatu macht leider nicht allzu viel Schaden bei denen. Oh, besser als gar keinen Schaden, nicht wahr? So, du hast hier, ja, voll Leben, nice. Ja, vielleicht. Ja, also immer wenn das Spiel anhält, mache ich ein Safe-Set, ne? Nicht wundern. Ich mach gerade wieder ein. Fuck, was war das jetzt für einer? Egal. Nummer 15 mittlerweile, weil ich sehr viele mache. Ah, mit der Silberlanze, vielleicht könnte ich ihn damit umhauen. Ah, Abel. Ah. Ja, wenn er nochmal trifft. Nice. Es läuft einfach heute. Es läuft einfach richtig gut. Richtig nice. So muss das sein. Ja, erstmal ein Safe State machen. Ja, sorry Leute dafür, aber so muss es leider sein. Boah, ich kann fast den Dieb umnähten hier. Was Lappen. Okay, kommt mal alle näher. Und dann schauen wir mal, dass wir uns alle sammeln und danach die große Offensive ja, gegen die ganzen Einheiten da alle antreten. Der hat Full Life, der hat auch Full Life und Doga fehlt, glaube ich, einer. Ja. Aber an sich sieht es doch super aus. Ja, auch 26, ja, ist doch eigentlich ganz gut. Sieht sehr gut aus. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Okay, mal schauen. Was kommt jetzt? Der Dieb. Was? Der haut ab? Der hat Angst vor uns. Okay. Ich krieg das Teil hier nicht weg. Was soll denn die Kacke? Ach so, das ist ja cool. Man ist also, das kann ich euch jetzt als Tipp geben, falls ihr das Spiel auch spielt. Ich glaube zwar nicht, dass ihr es spielt, aber falls ihr es spielen solltet, dann könnt ihr hier hingehen, auf diesen Bereich, zwischen diesen Wood Horses. Da seid ihr nämlich sicher. Weil wie ihr sehen könnt, können diese Teile da nicht drüber. Seht ihr? Ich kann da nicht drüber. Ich kann zwar hier dran lang crawlen oder so, aber ich komme da nicht hin. Ich komme da nicht drüber. Das ist ja geil. Das heißt, man ist innerhalb dieser Mauer sicher vor denen. Ja, aber nicht ganz, ja, weil die können ja auch ein Feld fast schießen. Also, ihr müsst halt schon nach innen gehen. Also, hier hin.
Da würdet ihr danach sicher sein vor denen. Am besten noch zur Festung stellen. Ja, geil. Voll die geile Taktik entwickelt gegen die Typen. Ja gut, Marv ist Level 20. Das heißt, ich sollte ihn eigentlich nicht mehr so wirklich angreifen lassen. Aber manchmal geht's halt nicht anders. Wie jetzt zum Beispiel. Da war er echt wichtig. Weil mit seinem Raphir, ihr habt ja gesehen, der Schaden, der hat schon ordentlich reingehauen. Ja, wir schaffen es vielleicht auch noch. 5 Minuten haben wir noch. Und ich meine, der letzte Part beim Kapitel geht ja eh meistens noch ein paar Minuten länger. Von daher, ja, wir schaffen es. Komm. Ich beeile mich extra. Und dann machen wir das hier ganz easy. So, da unten hätte es jetzt auch noch einen Laden. Aber ich glaube, den brauche ich gar nicht. Denn wir haben ja schon im letzten Part, waren wir ja schon ordentlich shoppen, ne? Muss man ja mal einfach so sagen. Gut, dann Enemy, was machst du? Okay, der depot wieder ab. Ja, das kann er gerne machen. Ich meine, der Dieb, ja, der geht mir eigentlich ziemlich am Arsch vorbei. Ja, der interessiert mich halt nicht. Der kann machen, was er will. Okay, jetzt starten wir die Offensive, habe ich gehört. Komm, Doga. Runter mit dir. Ja, Doga brauche ich als wandelndes Schutzschild. Ja. Ich könnte es ganz schnell machen und Marv einfach den Thron einnehmen lassen, dann wäre das Kapitel vorbei. Ich könnte allerdings auch noch die Einheiten da hinten besiegen und so quasi leveln. Ja, alles Taktiken, die man machen kann. Alter, die sind ja saulahm, die können nur ein einziges Feld laufen. Das ist ja richtig krass, wie viel Bewegung hatten der? 4. Ja, ich glaube, der hat eher 1, oder? Ja, Movement. Ja, okay. Der hat nur Movement 6, aber die Rittermeister und so, die haben Movement 10. Das ist schon mal ein bisschen mehr, ne? Boah, nice. Also ich komme richtig weit nach vorne hier auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Sache. Aber echt, wenn diese Typen nur ein Feld laufen können, dann kommen die doch gar nicht nach vorne, oder? Ich meine, der Typ verlässt seine Festung sowieso nicht. Das heißt, wenn ich mich nicht gerade auf eins von diesen grünen Feldern hier stelle, außer die Ecken, dann trifft er mich sowieso nicht, ja? Und die anderen brauchen erst noch ein bisschen, um näher zu kommen. Ja, also ich glaube, ich mache es echt so, dass ich das Training weglasse und direkt ins Ziel gehe. Damit der Part nicht zu lang wird, mache ich das mal so. Also ich versuche es so zu machen. Ob der Gegner mir dann einen Strich durch die Rechnung macht oder nicht, das sehen wir dann noch. Aber ich glaube, meine Taktik könnte aufgehen. Wenn Marv im nächsten Zug den Thron einnehmen kann. Wenn nicht, dann schauen wir mal. Ich meine, wir haben jetzt noch 2 Minuten für den Part. Wird wahrscheinlich trotzdem ein bisschen länger brauchen, aber ja. Hoffe, wir kriegen es hin. So, schauen wir mal. Ja gut, der Dieb macht einen Abgang. Boah, die kommen nicht näher, die kommen nicht näher. Nice. Okay, erstmal ein Safe State machen. Man weiß nie, was passiert bei diesem Spiel. Und danach würde ich sagen, ja, ist die Abrechnung gekommen, die Zeit der Vergeltung. Ah, jetzt komme ich nicht ran, scheiße. Ja, erstmal große Reden halten. Ja, der wird mich schon nicht abziehen, oder? Oh, der hat einen Panzer. Alter, der Panzer ist ja voll OP. Dachte ich mir schon, aber ich versuchte jetzt in diesem Zug zu besiegen. Also ich könnte den Thron... Nein, 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 hau ab, Marv, hau ab. Ich brauche hier keiner, hau ab. Also, ich versuchte jetzt in diesem Zug direkt zu besiegen und den Thron direkt einzunehmen. Ja, jetzt die Frage, Elfenfeuer besser oder Eis besser? Ich versuche es mal mit Eis. Das hat davor auch ganz gut geklappt. Nice. Kill ihn. Oh, schön. Der Typ ist down. Boah, 52 XP, Mann. Richtig awesome. Und damit wäre der Thron für Marv frei. Aber... wir brauchen noch ein Level-Up. Hier, du wolltest doch noch ein Level-Up haben, oder? Kayen.
Also jetzt erstmal ganz kurz saven. Safe State. Ja, ich weiß, wir haben jetzt eigentlich, der Part ist perfekt zu Ende und ich könnte es auch jetzt beenden. Mache ich aber noch nicht ganz. Denn ich will noch den Heiler hier umbringen. Ach, sorry dafür, Junge. Aber du gibst eventuell noch ein paar coole Erfahrungspunkte, die ich gebrauchen kann. Also, kratz ab, Mann. Was? Du sollst abkratzen. Oh, ach so, ich habe eh ganz neu. Okay. Das heißt aber, ich habe schon Level 10. Nee, habe ich nicht. Jetzt kommt da keiner von denen hin. Ist doch echt ein Scherz. Ja, du sowieso nicht. Du sowieso nicht, Aros. Ja, sie vielleicht? Ja, easy. Jetzt komm, kill den Alten da. Hier, Stil, da reicht's auch. Und weg mit dem. Yeah, take that, man, Junge. Nice. 34 XP für Georg. Und dann Marv, bitte ich dich. Okay, er kann's nicht. Wehe. Die Typen killen jetzt irgendjemanden. Okay, ausgewichen. Fuck, ich glaube, die wird getötet, oder? Ah ne, die geht auf Marv, bist du behindert? Das ist ein Spast. Ja, aber der ist jetzt auf dem Thron drauf. Ah, oh, Mann. Ah, scheiße, Dreck. Ja, Stecker, hau ab, ey. Oh Gott. Na, die haben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Marv kann da, kommt nicht hin. Aber wieso kommt Marv nicht hin? Okay, ich habe jetzt hier einen, der im Weg steht. Ne, kriegen wir doch mal down, oder? Nur Marv darf nicht angreifen, aber das, ja, das sollte alles funktionieren. Ja, dauert ein bisschen länger, Leute, als geplant, ja. Aber Silberbogen, please. Kill him. Boah, so wenig Trefferwahrscheinlichkeiten. Trotzdem getroffen. Nochmal. Okay, das heißt, die Typen sind scheiße lahm. Ich schaue es jetzt nicht nach, auch wenn es mich interessiert. Aber ich muss euch down kriegen, ihr Blöden. Hau einfach ab. Ja, das sollte auf jeden Fall down gehen. Wendell. Geht doch. Ja, nice. Habe ich sogar nochmal ein Level abbekommen für Wendell. Ja, hat jetzt schon Level 11. Waffenlevel, Speed und HP. Und Marv. Bring's zu Ende. Size. Ja, du bist richtig amazing, Prince Marv, man. Du hast so ja so richtig easily verteidigt. Ja, also als easy würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber wir haben es hinbekommen, ja? Ist doch auch schon mal was. Aber vergiss nicht, Camus Blacks, also die, ja, die schwarzen Ritter von Camus, ja, die werden dir bald gegenüberstehen. Alles klar. Ja, Camus ist der Beste von denen. Ja, er wird euch alle zerstören. Wird er das? Das glaube ich nicht. Okay, Leute, dann war es das für diesen Part. Ich werde noch kurz das Game saven. Und da schauen wir uns schon mal die nächste Map an. Ja, das sieht schon wieder ein bisschen krasser aus. Ich glaube, das wird auf jeden Fall länger brauchen. Das ist dann Kapitel 14. Aber wie gesagt, davon gibt es dann im nächsten Part mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Beim nächsten Mal Kapitel 14. Ciao.